Die 44-jährige Sportlerin Corina zu Felde leidet an akuter Leukämie. Bereits zweimal war sie Sportlerin des Jahres in Grevenbruch. Nun sucht sie dringend einen Stammzellenspender. Mit einer Typisierung kann man feststellen, ob ein Spender für sie geeignet ist. Unterstützung bekam Corina zu Felde von vielen Schützen und mehreren Vereinen in ihrer Stadt. Sie riefen unter dem Motto »Dein Typ ist gefragt« 18.000 Menschen auf, sich testen zu lassen. Rund 1.000 kamen in die Turnhalle am Alten Schloss in Grevenbruch. Sie waren bereit, die dringend benötigten Stammzellen zu spenden. Sie kommen auch zur Spendenaktion. Was wollen Sie damit bewirken? Ja, dass ich hoffe, helfen zu können und Leben zu retten. Da meine Mutter selber an Leukämie erkrankt ist, habe ich da ganz besondere Beweggründe. Ich denke, das ist jetzt die Gelegenheit, auch nicht nur Corinna, sondern vielleicht auch anderen Leuten noch zu helfen. Wir sind über die Zeitung darauf gestoßen und wir würden uns gerne in die Kartei aufnehmen lassen, um einfach zu helfen. Rund 30 Freiwillige halfen einen halben Tag lang, die Tests vorzunehmen. Als nächster Schritt werden die hier erfassten Daten ausgewertet. Findet sich unter den 1.000 Freiwilligen eine geeignete Probe, stehen weitere medizinische Untersuchungen an. Wenn der Spender passt und zustimmt, können die für Corina zu Felde so lebenswichtigen Stammzellen entnommen werden.